So, da sind wir wieder bei The Binding of Isaac Rebirth. Und heute wollen wir mit dem Blue Baby in die Chest gehen. Wo fehlt noch was bei Maggie? Ansonsten nur Blue Baby und Maggie fehlen in die Ecken. Na gut, dann spielen wir mal mit Blue Barbie. Mit The Blue Barbie. Gehen wir mit The Blue Barbie in den Itemraum und bekommen Kokomilk. Kokomilk wäre gut für Förster. Ah, noch besser. Wie nicht gut, wie nicht sehr gut. Oh no, enemies. Time to cheat myself. Ne, die Schokomilch finde ich im ersten Raum eigentlich ehrlich gesagt ziemlich cool. Und ja, es gibt wieder mal eine Folge Isaac. Ich weiß nicht, was momentan mit mir los ist. Aber manchmal gibt es halt irgendwie ziemliche Leere auf dem Kanal gerade. Es liegt nicht daran, dass ich keine Lust an Isaac habe. Ich kann es nur gerne wiederholen, sondern eher, dass ich nicht generell nicht aufnehme. Ich habe kein Problem damit, Isaac zu spielen. Ich habe ja Spaß an dem Spiel. Aber ich komme generell nicht zum Aufnehmen, weil ich immer mich irgendwie ablenke oder den ganzen Tag im TS abhänge. Muss ich mich ein bisschen mehr kontrollieren. Mag ich ja selbst nicht, wenn es dann so hängen gelassen wird alles. Bin ich ja selber dann ein bisschen traurig über meinen Kanal. Tut mir leid. Ich will euch ja auch nicht vernachlässigen, eigentlich. Aber gut. Ich habe mir letztes Mal gesagt, dass es Cheaterruns geben wird. Heißt aber nicht, dass ich sie jetzt sofort umsetzen werde, natürlich. Aber es ist einige ziemlich viel zu krasse Sachen vorgeschlagen, aber auch einige coole Sachen. Je nachdem. Ich suche mir dann da schon ein paar passende Sachen raus, die ich dann ab und zu spielen werde. So, wir haben keine Bombe, aber zwei Schlüssel. Oh Gott. Ich wäre fast reingelaufen. Schokomilch. Schokomilch. So, einfach ganz ruhig. Alter, wie viele sind denn hier? Die Halle der tausend Feinde. So. Oh, guck mal, wir kriegen eine Bombe und da ist ein blauer Stein. Das ist ja wie gewollt. Wie gewollt und wir kriegen sogar nochmal einen Schlüssel. Hätten wir noch nicht genügend gehabt. So. Und da ist der Boots. Gehen wir mal zum Boss, Monstro. Legen wir einen Kackhaufen aus Panik. Ein Monstro kann ja nicht über sowas drüber springen. Interessanterweise. Und nicht durchspucken. Aber er kann drüber spucken. Feuer! Oh Gott, das ist langsam. Ob es sich lohnt, so Maxi-Speed zu smashen? Ich habe gerade Scampi auf meinem Tisch liegen, deswegen könntet ihr es vielleicht in der Aufnahme hören, aber ich. Maxi-Speed! Oh, wie klein die Schüsse werden können, wenn man ganz schnell schießt. Okay, ich schieße lieber große Klumpen. Zack, zack. Ja, geht ein bisschen schneller. Oh, da ist er gestorben, obwohl er hochgesprungen ist. Das sah kaum glitschig aus. Mamas Lippenstift Range Up. Liegen die Schüsse ein bisschen weiter. Sehr schön, wunderbar, gehen wir weiter. Was für eine erfolgreiche erste Ebene. Mit deiner Schokomilch kann... Schokomilch ist... Schon wieder Curse of the Blind? Ja gut, dann sehen wir halt gar nicht, welche Items wir bekommen. Dann hoffen wir einfach mal aller YOLO Mauderolo die guten Items zu bekommen. Aber wir kriegen Seelenherzen erstaunlicherweise, die man normalerweise nicht findet auf den ersten Ebenen. Das ist gemein Spiel. Okay. So, das ist das einzige Gute an der Schokomilch. Da kann man die Feuer schnell ausweichen. So. Wir könnten theoretisch da reingucken, aber ich will erstmal die Ebene fertig machen. Da können wir theoretisch reingucken. Wir bekommen Common Cold, Poison Damage. Auf jedem Schuss. Sehr schön. Nee, nicht mal auf jedem Schuss. Nee, war nur gerade eine glückliche Angelegenheit, dass jeder Schuss grün wurde. Aber auf vielen Schüssen. Da können wir, wenn wir spammen, auf jeden Fall das Gift auftragen. Ja. Wenn das Gift drauf ist, dann schießen wir langsam. Oder ist das Gift stärker, wenn man einen stärkeren Schuss damit abschießt? Tja, man weiß es nicht. Man weiß auf jeden Fall, dass die Dinger eh zerfallen. So. Jawohl, nochmal ein Seelenherz. Okay. Das Spiel hat mich echt gern. Ich beschwere mich nicht.
So, geht mal weg, ihr kleinen Fliegiflachs. Wir können theoretisch in den Shop gucken. So, nochmal ein Schlüssel und nochmal eine Münze. Da ist ein beleidigter Smiley rechts oben in der Ecke. Ich weiß noch nicht, ob ich da hingucken möchte. Ja, wir haben die Gegner vergiftet. Pow, pow. Ich mag die großen Schüsse lieber für kleine Gegner. Es gibt viele, die spammen lieber die kleinen Schüsse. Ich weiß es nicht. Bin jetzt ziemlich. Das war sehr unsinnig. Sehr schön. Da habe ich gut getroffen. Ich verfolge einfach ihn. Aha. Ist ja nicht so, als könnte er an der Stelle umdrehen. Hey. Sehr schön. Perfekt getroffen. Wir kriegen Geld. Okay. Dann können wir uns im Shop auch was kaufen. Und hier kriegen wir Death Touch. Sehr gut. Gut. Eigentlich darf ich es nicht kaufen. Ich darf es nicht kaufen. Egal was es ist, ich darf es nicht kaufen. Na gut. Dann gehen wir mit den Sensen weiter. Ich darf es einfach wirklich nicht kaufen, ich wäre sonst tot. Aber Damage Up ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ist die Frage, ob wir... Ach, machen wir hier ein bisschen YOLO und kommen. Das ist runtergesetzt, das nehmen wir. Champion Belt, Damage Up, jawohl! Das Spiel hat mich gerne. Restlich muss ich spiel ich. So. Ja, das finde ich schon mal. Ist ja ganz gut geworden. Hä, wo lieg ich? Oh. Verzeiht, ich dachte gerade mein Gehirn, da Lücke, Geheimraum. Ha. So war mein Gedankengang gerade. Und ja, ich verschwende das eine Herz auch wieder. In der Hoffnung, hier etwas zu bekommen. Aber es war nur eine Bombe. So, kein Dark Bump für uns. Na gut, dann gehen wir einfach weiter. Ich hebe mal die zwei Bomben auf. Ich habe bei Maudado Stream, hat er Isaac gespielt, habe ich mitkommentiert, habe ich gelesen, hat jemand geschrieben, dass man nur ab hier den Magic Mushroom aus Pilzen bekommen kann. Nur auf den zwei Ebenen. Oder auf den XL-Ebene jetzt eben. Wenn es zwei in einer sind. Holy shit. Please stop. Todessense of Doom. Finde ich gut. Finde ich sehr gut, ja. Da haben wir einen guten Anfang. Besonders, weil sie durchdringend ist. Besonders nochmal zwei Bomben sind ganz nett. Können wir uns auch einfach mal eine verschwenden. Dafür Geld. Wer will denn schon Geld in Isaac? Jeder. Okay, da müsste ich fliegen können. So, sehr schön. Wir haben nur noch einen Schlüssel. Würde ich mit zwei Bomben eigentlich hinkommen. So, ich musste gerade erstmal den großen, bunten Gegner erledigen. Ich sollte die unbedingt mal öfter legen. Wow, wie ich alle vergiftet habe, obwohl ich nur einen berührt habe. So, da möchte ich rein. Der verbessert die Schussrate, aber macht den Damage dafür down. Dann brauche ich den eigentlich nicht. So. Are you Wizard? Ja, scheinbar. Okay, schade. Ich mag eigentlich nicht so gerne Items liegen lassen. Aber es ist halt... Damage down. Und ich mag Damage up. So. Vier Bomben für zwei. Ja, okay. Haben wir zwei Bomben Gewinn gemacht. Und durften sogar Steine springen. Hui. Was für ein Glück, dass ich damit auch getroffen habe. Ah, ich bin wieder gereinigt. Der Fluch. Der ist vorbei. Heilige Scheiße, machen wir einen Schaden, ne? Würde ich echt ungern aufgeben für Feuerrate, besonders weil wir einfach halt
nicht schon wie ein Wahnsinniger durch die Gegend ballern. Jetzt müssen wir nur noch Schlüssel bekommen. Das wäre ziemlich nett. Ja, es geht echt schnell. Kann ich mich nicht beschweren. Ob wir Boss Rush versuchen sollten? Nee, wir fliegen nicht. Damage ist zwar gut, aber wir würden nicht überleben. Wow, danke Spiel. Was, dass die immer ein Herz abziehen müssen. Oh, ein Schlüssel. Sehr schön. Zack. Kommen meistens eh nur Spinnen raus, aber ich mach's trotzdem gerne. So, jetzt können wir den Shop auch öffnen. So. Double Kill. Keine Seelenherzen mehr für mich. Könnte ein bisschen problematisch werden. Außer Abaddon ist jetzt da drin im Devil Deal. Wenn wir den Devil Deal überhaupt bekommen. Gehen wir mal da rein. Ich habe gehofft, dass es nicht die Bibliothek ist, aber dann nehmen wir dich mit. Ist ein bisschen besser schon mal, einmal fliegen zu können. Benutzen wir es einfach hier. Ich benutze es eh nicht in nächster Zeit. So, jetzt haben wir den Schlüssel wiederbekommen. Ja. Eigentlich haben wir den Schlüssel jetzt umsonst bekommen. Could you please die? Thank you. So, Herzen brauche ich nicht. Wo ist denn der zweite Goldraum? Das war schön. Was ist denn hier los? Der hört ja gar nicht mehr auf. Ich versuche allen auszuweichen und dann schießt dieses kleine Feuer mir in den Rücken, ne? Ach komm. Ich nehme es einfach mit, aber es bringt mir halt überhaupt nichts. Ja! Ein Begleiter, der rote Herzen rausspuckt. Hurra! Davon liegen hier 5000 rum. Ja, wir kämpfen hier mal den Boss. Vielleicht sterben wir auch einfach. Natürlich, du. Achso, wir kriegen ja auch nur einen Devil Deal. Habe ich den vorher nicht mit Gift getroffen oder warum macht er jetzt erst die Vergiftung? Egal, wir haben ihn besiegt. Squeezy, gear's up. Und zwei Seelenherzen. Ja, Gott sei Dank. Der Boss ist ja das Schönste, was einem passieren kann. So, komm. Guppies Hairball, okay. Ein Guppy-Item. Und Kisten. Kisten sind gut, da könnten gratis Guppy-Items drin sein. Guppies Tail, zweites Guppy-Item. So, jetzt ist hier ein bisschen Glücksspiel. Zweimal IU Wizard. Immer Tetelis, ist mir egal. Und Luck Up. Okay. Mehr Gift-Chancen. Aber kein so guter Devil-Deal, wie ich erwartet habe. Aber dennoch werde ich jetzt fliegen, um da reinzugehen und mir die beiden Kisten auch noch anzugucken. Der Goat Head, garantierter Devil Deal. Sehr schön. Wenn mein Leben voll ist, können wir da auch noch kurz runter gucken. Dann nehmen wir es mal mit. Ach, wir können auch in den Shop gucken. Wir können Camp Boss Rush machen. Nicht heute. Ich spiele lieber gerade eine Runde gechillt. Irgendwann müssen wir uns eh zum Boss Rush zwingen und dann werden wir erstmal ein paar Mal sterben. Darf man eigentlich dann nach dem Boss Rush aufhören? Ja klar, man hat das Item freigeschaltet, sobald man den Boss Rush geschafft hat. Mache ich vielleicht die Runs auch nur bis zum Boss Rush. Mal kürzere Folgen mal wieder. Oh, die Blue Map. Die ist sehr schön. Besonders, dass sie einfach wieder runtergesetzt ist. Und das Herz können wir auch gleich wieder mitnehmen. Sehr schön. So, mehr Geheimräume für uns. Heißt, mehr Zeug für uns. Sehen wir auf der Map richtig, dass es nur ein Geheimraum gibt? Ah ne, der andere ist schon gefunden. Das Ding. Heads up. Und Energie. Okay. Mehr Fliegen brauche ich eigentlich nicht. Da können wir uns mal die Karten angucken. Der Liebhaber haben noch mehr Herzen und Devil. Nehmen wir die Devil-Karte mit.
Ich weiß, ich kann die Batterie aufheben, aber ich weiß auch, dass da drüben nochmal eine Batterie liegt. Und ich weiß, dass da oben ein Bagger drin war. Den kann ich eigentlich auch sprengen. Ja, okay. Jetzt haben wir noch einen Schussbegleiter. Bis wir was Besseres finden. Also jegliches Item im gesamten Spiel. Finde ich nicht sehr praktisch, so ein Kopf, der einfach mitfliegt und ab und zu einen Schuss abgibt. Vielleicht bei Challenges oder so. Aber einfach so zu spielen. Nö. Das war's schon mit allen Pilzen. Ich will meine Bomben hier gar nicht groß verschwenden. Ach, die Batterie habe ich hier verwendet. Ha! Dovi. Egal, dann könnte ich den blauen Stein zwar machen. Aber das ist mir jetzt auch egal. Gehen wir weiter. So. Zack, ab nach unten. Haben wir noch einen Schlüssel? Ja. Einen haben wir wenigstens noch. Welch guter Schuss. Okay. Falls wir mehr Schlüssel finden. Da kommen wir ja fast kaum dran vorbei, ohne das zu öffnen. Konnte ich auch so gut ausweichen. Left Hand für mehr rote Kisten. Okay. Bis ich ein drittes Guppy-Item bekomme, ist es ein ganz gutes Angebot. Besonders, weil in denen einfach blaue Herzen drin sind. So passe ich vielleicht ein Tummy-Head. Cricket-Head. Aber komme ich mit klar. Glaube ich. Sehr schön, die sind so breit, dass ich es einfach schräg schießen kann. Du hast hier einen Magician-Card. Okay, zwei Schuss braucht es für einen Geist. One the bear. Gott, ich hasse diese Gegner. Überall Herzen und ich kann nichts damit anfangen. Danke. Da benutze ich einfach mal kurz die Bibel. Jawohl. Das Herz war es mir wert. Technology 0.5, das ersetzt meine Tränen, glaube ich, nicht. Sondern schießt ab und zu einfach noch einen Laser. Ab und zu ist gut. Während ich auflade, ballert es einfach wie ein Wahnsinniges rum. Cool. Ja, 0.5 mag ich. Kein Guppy-Item? Ach ja, wir haben ja Guppys Tail, deswegen droppen mehr Kisten. Richtig gut. Pandoras Box. Caves 1, Boss Item, Tiefen. Boah, da muss ich wieder das Wiki öffnen. Das merke ich mir doch nicht, den Shit. Den Scheiß merke ich mir nicht. Pandoras Box. Tiefen 1, 4 Seelenherzen. Nee, brauche ich nicht. Ja, in Ebene vor gab es ein Boss Item. Womp 1, 2 Boss Items. Okay, dann heben wir es uns für Womp 1 auf. Tschüss, Mr. Bibel. Holy shit. Get wrecked. Machen wir alle kaputt. Oh Gott. Ich hatte jetzt gerade Angst, dass die uns kaputt machen. Aber das Spiel... ich lauf rein. Fliegt so ein Zeitloop auf mich zu. Der Laserschuss irritiert mich sehr, muss ich sagen. Gehen wir mal zum Geheimraum. Gehen wir mal dran. Sprengen wir den? Nee. So. Alter, was ist denn los mit der? Brennt da mich rein ohne Ende? Ach, was macht das schwarze Herz? Okay. Oh, All Sits Up ist schön. So. Okay. Ah, das ist nicht das, was ich wollte, aber gut.
Gehen wir mal weiter. Ich weiß, ich könnte noch Zeug rausschlachten aus der Ebene. Rausschlachten klingt immer so brutal, aber ich sag's gerne. Rausschlachten. Natürlich kommen jetzt wieder die Hände der Verlangsamerung. Okay, ein Schlüssel. Ich hab's gesehen. Ich will nur gerade ein bisschen hier aufräumen noch. Immer noch kein Gabi-Item. Aber gut, ich hätte eh nicht so viele Goldschlüssel, um die ganzen Kisten zu öffnen. Ist gar nicht so tragisch. Da schauen wir rein. Sehr gut. Ja, okay, fand ich gut. Drei Herzen. Statt Gegner, ne? Wieso kommt der denn jetzt hier? Danke. Ich mag den überhaupt nicht. Oh, das Spiel mag mich aber scheinbar. Da ist ein Pinraum des Todes. Kommt her. So. Sehr schön. Book of Sins. Oder Book of Sin. Noch. Okay. Zwei nutzlose Items. Eine Kiste. Nee, Bosskasch können wir vergessen. Ich habe gerade nochmal überlegt, ob sich die vielleicht doch lohnt. Ja, da erstmal ohne Schaden durchzukommen, wenn ich fliegen kann. Okay. Was habe ich dir getan, Spiel? Dass du mich so behandelst. Nee, komme ich gar nicht ran. Ich hatte kurz überlegt, da die Bombe zu setzen, aber ich komme gar nicht ran. Gut, dass mein Gehirn sich doch nochmal in der letzten Sekunde eingeschaltet hat. Boah, die Spinnen werden getötet in der Sekunde, wo sie spawnen. Finde ich gut. So. Weil die Kontur davon schwarz ist, waren wir noch nicht da drin, ne? Ein Schlüssel. Und ein Schlüsselbettler. Schade, Postwasch hat mich vielleicht nochmal stärker gemacht. Oh, jetzt kommen hier wieder die sexy No-Scope-Spinnen. Hat das Feuer ernsthaft jetzt noch in dieser halben Millisekunde geschossen, wo ich gerade mal näher kam? Ja, wahrscheinlich. Okay. Huch, der kann in so einen Raum kommen. Ii. Erhöht eine höhere Schussrate auch die Rate, wie das Feuer, wie die Schüsse aufgeladen sind? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Gabis Herbold Schüsse abfängt. Was ziemlich gut ist. Was bist du? Pretty Fly. Okay, Bomben haben wir keine mehr. So. Nochmal ein Schlüsselchen. Ja, wenn wir gleich Left Hand weglegen könnten. Ja, spielt das eine Bitte an dich, dass ich vielleicht doch mal das Gappi-Item bekomme, was ich schon seit langem suche. Reinhalten. Nö, brauche ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Na gut, dann gehen wir jetzt zu... Achso, wir haben noch einen Raum da oben. Okay. Ich würde sagen, wir gehen zu Mama. Wir haben noch ein Räumchen vor uns. Oh, einer der Räume ist wieder eine Bibliothek. Hallo, Shop. Ja. Erstmal gucken, ob hier ein Gappi-Item ist. Nein. So, jetzt nehmen wir Fliegen. Mit der Schaufel kann man übrigens, auch Fallgruben finden. Nee, da gehen wir nicht rein. Jetzt haben wir Fliegen, jetzt können wir die ganzen Kisten öffnen. Herzen! Herzen! Okay. Jawohl, da ist er. Gappi!
Sehr schön. Ja, Pandoras Box wollen wir behalten. Wir haben 1. Aber wir haben die Tretmarm. Dann spam ich. Können wir fliegen. Wir fliegen gleich mehr Damage. So, wir wollen in den Dark Room. Und sind ja eh das Blue Baby. Deswegen haben wir eh keine Herzen. So, dann gehen wir weiter und dann können wir endlich unsere Geschenk öffnen. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Ein Lebensupgrade. Und Matchbook Evil ab, schwarzes Herz und ein paar Bomben. Okay. War jetzt nicht so der Premium-Shit. Beziehungsweise der Shit, der eher innerhalb von einer Sekunde weg ist. Wir wollen auch... Nicht die Taste. Die Taste wollen wir gedrückt halten. So, tschüss, Left Hand. Ich habe alles von dir, was ich möchte. So. Gerade mit der Idee gelächelt, den Automaten und die Wand gleichzeitig zu sprengen. Aber ich habe bemerkt, dass der Abstand vielleicht doch etwas zu groß ist. Fliegen! Regenbogenkaki, was mir nichts bringt. Da kann Stuff drin sein. Ganz wichtiger Stuff. Ich habe die weiße Fliege daran nicht mal gesehen. Ich wäre sogar fast reingeflogen in die. Okay. Ja, neues Leertasten-Item wäre ziemlich cool. Okay, noch eine, die gleich instant stirbt. Danke. Bomben. Jetzt haben wir natürlich alles genug. Holy. Woo! Okay, best of. Nur diese Stelle. Best of, fertig. Das war cool. Ja, hallo. Mr. Baby. Why do you hide from me? So, nochmal Schlüssel. Holy shit. Okay. Could you stop, please, taking my hearts away? I need them to find evil enemies. Like this. Ich hatte so Angst vor den ganzen Gegnern. Hilfe! Warum bin ich so anfällig, obwohl ich so stark bin? Ich weiß es nicht. Ich suche nach Kreuzen auf Steinen. Aber sie sind mir verwehrt. Habe ich bestimmt auch schon ein paar übersehen. Kann gar nicht sein, dass eine Ebene ohne Kreuzsteine unterwegs ist. Ja, hätte ich irgendwas, was diese ganzen 1000 Millionen blauen Herzen mal wegmacht. Wenn jetzt da der Dark Bomb ist, dann nehme ich den sogar für 3 Herzen. Holy shit, der ist fast immer explodiert, weil ich nicht mehr Platz zum Ausweichen hatte. So. Ganz viel Luck, noch eine Pretty Fly. Und Durchfall. Durchfall brauche ich nicht. Aber der Stuff war ziemlich gut, der da drin war. Da beschwere ich mich auf keinen Fall. 2 Pretty Flies sind besonders gut. Wir haben hier Mega-Satan-Strats. So. 1 Auge, 2 Auge. Kiste. Haben wir eine XL-Ebene? Oder? Ah, wir haben eine XL-Ebene. Ich wollte mich schon wundern, dass es hier so abgeht. Habe ich komplett übersehen. Aber gut, das erklärt einiges. Wie auch in jedem Raum. Also in wirklich jedem Raum. Herzen liegen.
Okay, derp, derp. Derp, mir egal. Wie auch immer ich das überlebt habe. Ich hinterfrage es nicht, ich bin aber glücklich. Wir haben da nicht mal reingeguckt. Tank Baby, ja doch, das nehme ich mit. Protection Items für 3 Wellen Gegner. Jawoll. Immer mittig stehen. Dann kann man sicher sein, dass man nicht da steht, wo Gegner gerade landen wollen. Spawnen, ja. Spawn tut sie eben am Rand. Ja, ja. Ja, nehmen wir sie mit. Komisch förmige lange Sensen. Treffen wir besser. Wow. Die sehen echt krüppelig aus. Jawohl, was gibt es denn hier Tolles? Ja, spawn dein Kopf noch in mir rein. Heilige Kacke. So. Sieht schlecht aus momentan. Weil ich mich sehr häufig treffen lasse. Und wir keinerlei Heilmöglichkeiten finden und haben und sowieso ist irgendwie... Was will ich denn mit all dem Geld? Kaum ist man aus der Ebene weg, wo man Geld braucht, kriegt man einfach 1 Million. So. Kommt gleich Machine Gun. Ich brauche neue Fliegen. Hey, wir haben alle Räume. Conquest. Pony. Hey, wir sind ein bisschen schneller. Holy shit, Mami hat mich getroffen. Böse Mami. Okay. Schaut euch die ganzen Herzen an, ne? Und keins darf ich aufheben. Armes blaues Baby. Dann müssen wir wohl weiter. Ja. Ja? Tut mir voll weh, so eine volle Ebene zu verlassen. Gehen wir durch den Devil Room. Vielleicht gibt es hier noch ein Seelenherz für uns. Nein. Oh Gott. Werden wir bis zur Chest überleben? Ich bezweifle es. Gehen wir mal südlich, weil beides... Gott, Laseraugen. Do not like Laser-Eyes. Rote Kisten sind auch viel zu wenige gespawnt. Rote? Goldene meine ich. In der Womb-Ebene noch, generell. Darüber freue ich mich auf jeden Fall. Nein, 2 Kisten lohnen sich nicht. Spinnen! Yeah! Immer noch kein Quick-Hit-Set. Warte doch nur auf dieses Damage-Upgrade. Er konnte ja noch schießen. Ein Raum, 2 Geheimräume. Und 2 Bomben kriege ich auch noch. Gut, wenn hier nichts Gescheites ist, dann ist da wahrscheinlich auch... Ist dort wahrscheinlich auch nichts Richtiges. Ja. Ich habe mich getäuscht. Über 2 Seelenherzen beschwere ich mich keinesfalls. So, da ich eh zu... Oh ja, Gottes Willen. Was habe ich dir getan, Spiel, dass du so nett zu mir bist? Ich habe eigentlich ziemlich hohes Luck. Ja gut. Scheint mir nicht hoch genug fürs Spiel. Das ist die Wizard-Pille. Eine Bombe. Und noch eine letzte Pretty Fly. Sehr schön.
Die Bombe auch noch mit. Jetzt haben wir aber eigentlich viele Schutz-Items. Ich sollte mich nicht mehr treffen lassen. Wir gehen einfach mal rein. Holy shit, hat das Pferd viel Schaden gemacht. Hatte ich nicht mehr so gut in Erinnerung. So, hinter Tankbaby verstecken und spammen! Wir wollen mehr fliegen! So. Perfekt. Yes. So liebe ich die Satan-Kills, wenn ich dann wirklich mal beide Beine in der Reihe bekomme. Ich hatte schon Angst wegen diesem Piepauge über mir, aber es ist ja auch weggegangen. So, schalten wir ein neues Item mit dem Blue Baby frei oder nicht? Curse of the Maze. Nicht so tragisch. Holy shit, wir kriegen noch ein Brimstone Baby angeboten. Wir müssen es theoretisch eigentlich mitnehmen, aber es sind 3 Herzen, deswegen lasse ich es einfach liegen. Weil es ein Special Item ist, musste man es eigentlich mitnehmen. Aber ich will keine 3 Herzen aufgeben. Deswegen nö. Ja. Ein Item, was mir überhaupt nichts bringt. Ich wollte gerade schon nach unten lenken. Ich dachte, oh, das ist Bloat. Da muss man ja nach unten ausweichen. Ich werde froh darüber sein, dass ich die Herzen noch habe. Holy shit, wo bin ich? Okay, einer ist tot. Geschafft? Ja. Rote Herzen. Yay. Kein Maze-Effekt. So. Okay. Ein paar große Sensen reichen auch für so eine Spinne. Wir haben Guppy's Tail zum Verrecken. Oh Gott! Dreimal du! Oh, du bist ja recht schnell tot. Ich nehm's zurück. Ein Hoch auf die Protective Flies. Wird keinmal getroffen. Wo ich auch immer bin. Ich mag sein Mount nicht. Sehr schön. Sehr schön. Mag ich. Boah, ich liebe es, wenn ich es schaffe, seinen Mount zu zerstören. Aber mein Finger tut weh. Und ganzen Schuss spammen. Ich spam gerade mal ein bisschen mehr. Better Pilz. Da droppt ihr, glaube ich, auch eine. Na, eine Pretty Fly. Habe ich schon. Ich wollte die Karte nicht einsetzen, aber ich habe sie eingesetzt, weil ich so sehr Buttons gemasht habe. Na gut. Dann kriegst du jetzt die Todessensen auf Doom ab. Oh Gott. Ja, ich werde Schaden kriegen, hundertprozentig. Aua. Was ist denn das auf einen Gegner, den man nicht ausweichen kann? Ja, man kann ihm irgendwie ausweichen, aber ziemlich schwer. Schwerer als allem anderen. Okay, die letzte Challenge. Bevor ich gegen das wahre Monster kämpfen darf. Der hat mich fast berührt. Auf geht's, reinpacken. Holy Power! Ich habe Ausweichen gegen dich gelernt. In der Ausweichschule. Ach, Moment, ich habe eh. Tank Baby. Einfach so. Das ist so schön in der Reihe. Fliegen! Fliegen! Okay. Sehr schön. Dann schauen wir uns die Ebene noch weiter an. Was? 35 Minuten? Krass. Wir gehen doch noch recht schnell gegen Ende. Sehr schön. Sister Maggie. Ja, natürlich, jetzt kriege ich 1000 Items. Jetzt kommt in jedem Raum ein Item, kaum habe ich den Boss besiegt.
durch das Tiers-Up sind meine Tränen richtig schnell groß aufgeladen, deswegen kann ich jetzt richtig schnell große Tiers schießen. Finde ich gut. Punching Bag. Jetzt habe ich zwei Räume zurückgeworfen. Da hat sich mein Tankbaby nicht gefreut. Ich habe ihn schon mal bekämpft. Kannst gehen. Klospülung. Yay. Ist eigentlich ein Geheimraum. Können wir auch reingucken. Yay. Hallo, Guppies Paw? Okay, es wird echt ein bisschen arg durcheinander gewürfelt. Ja. Ja, da wollte ich hin. Ob da mal andere Bosse drin waren und die wurden gewürfelt? Man weiß es nicht. Scorpio, Poison Tears. Jetzt habe ich 100%ige Poison Tears. Sind auch ein bisschen grüner. Scorpio und Brimstone Kombi sieht immer so cool aus. Warum ist der hier zuerst tot, obwohl ich auf den unten rechts gegangen bin? Muss ich nicht verstehen, oder? Hä? Ja, da. Auf mich zu verwirren, Spiel. So, eins und Nummer zwei. Ein Geldsack. So. Hier liegen auch wieder extrem viele Herzen rum. Das Spiel liebt mich halt. Welcher Konterschuss auf die, zu dem blauen Stein? Sollte Fußballprofi werden. Statt Eisig-Spieler. Jo, nehmen wir die beiden auch mit. Wunderbar. Müssen wir jetzt nur noch bis zur Kiste kommen, ohne die ganze Zeit resettet zu werden. Und können unseren kleinen Run beenden mit dem blauen Baby. Yay, wir dürfen. Wir haben die Seele vom Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Baby freigeschaltet vom Blue Baby. Blue Baby Soul. Ich einfach mit allen den Hard Mode hab. Ich mit allen immer den rechten Weg gemacht hab. Ich habe aber den linken Weg ewig nicht mehr gemacht. Ja, ist doch gut. Dann habe ich die Schwere hinter mir. Ja gut, als nächstes Maggie. Und mit Maggie habe ich beim letzten Mal spielen immer gefailt. Schauen wir mal, ob es dieses Mal besser wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einer Folge Isaac. Wenn ich es schaffe, mich an das zu halten, wie ich mich dran zu halten haben möchte. Ja, bis dann. Tschödel.